Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen die Siedler Online und hier ein Tipp des Tages: Wählt bei euren Arbeitsgebäuden die Option Details, um zu erfahren, wie ihr die Produktionsketten optimieren könnt. Ja, wir spielen die Siedler Online. Ich drücke einfach mal OK und blim 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 macht's. Ich habe gedacht, ich fange dieses Spiel hier einfach mal an, denn ich hab das privat schon mal gespielt mit einem anderen Account. Der hier habe ich jetzt extra, den habe ich jetzt extra für das Let's Play hier angelegt und der Account, der ist jetzt halt praktisch neu und ich habe schon mal selber die Siedler Online schon eine Weile gespielt. Ganz damals, als es, ich glaube, rauskam, habe ich schon mal angefangen gehabt und habe es dann wieder eine Zeit lang weggelegt gehabt und habe das dann jetzt wieder angefangen, habe gemerkt, boah, das macht ja irgendwie doch so viel Spaß. Vielleicht machst du einfach mal als Let's Play und schaust einfach mal. Ich bin mir auch noch nicht genau sicher, wie ich das dann mache, weil es ist halt auch oft so, dass die Dinge hier manchmal eine Zeit lang zum Bauen einfach brauchen und da kann ich natürlich nicht eine Folge damit verbringen, dass wir dem Rathaus dabei zuschauen, wie es sich verbessert. Sondern vielleicht habe ich gedacht, mal schauen, wie weit ich überhaupt jetzt komme und entweder mache ich es dann so, dass dann praktisch ein oder zweimal in der Woche eine Art Zusammenfassung kommt, wo ich jeden Tag also praktisch in das Spiel immer reinschaue und ein bisschen dann was mache und damit dann auch zum Beispiel, ich glaube, wenn man sich täglich einloggt, kriegt man dann auch nach 7 Tagen halt immer mal so ein paar von den kostbaren Edelsteinen und die möchte ich natürlich haben und werde ich also sowieso jeden Tag jetzt reinschauen müssen und dann kann ich ja gleich immer ein bisschen aufnehmen, wenn ich irgendwie was baue oder sowas und dann vielleicht am Ende als ein oder zwei Folgen als Zusammenschnitt machen, damit ihr da nicht so lange Zeit dazwischen habt. Und ich würde sagen, ich schaue mir jetzt erstmal die neue Quest hier an im Questbuch. So, was haben wir denn da? Um eine stabile Nadelholz-Bretterproduktion zu haben, das ist auch ein Wort, wo du bei Scrabble bestimmt gewinnst, wenn du so viele Buchstaben hättest, bedarf es vieler verschiedener Schritte. Wenn wir diese Questkette abgeschlossen haben, werdet ihr über eine gut funktionierende Nadelholz-Bretterproduktion verfügen. Das ist das Wort des Tages für mich. Kurzfristige Questkette. Um diese Hauptquest abzuschließen, müsst ihr alle untergeordneten Quests abschließen. Ja, das ist richtig. Ich muss sagen, ich habe dadurch, dass ich das Spiel eine Weile lang wieder weggelegt hatte und erst jetzt neulich wieder reingeschaut habe, das mit den Quests und sowas kenne ich alles noch. Was aber zum Beispiel neu ist, ist das hier mit dem PvP. Das gab's damals, als ich aufgehört hatte, nicht. Genauso wie das mit den Erfolgen habe ich mich so ein bisschen vorhin reingefuchst. Und je nachdem, wie mehr du hier praktisch baust und sowas, desto eher kommst du dahin. Aber da denke ich mal, werden wir dann schon so ein bisschen dann auch noch reinkommen. Beziehungsweise ich dann halt wieder. Muss ich halt schauen, ne? Muss ich ja lesen und kann ja auch mit meinem anderen Account ein bisschen schauen. So, das müssen wir alles machen und dann haben wir hier das abgeschlossen. Dann kriegen wir eine goldene Bank, die wir wunderbarerweise irgendwo dann hier hin klatschen können in die Landschaft. Jetzt ist, übrigens, Landschaft ist. Jetzt habe ich das geschlossen, ja. In der linken oberen Ecke findet ihr euren Avatar, den Herr der Elemente. Ihr erhaltet, hier erhaltet ihr folgende Informationen. Erstens die Questbuch-Schaltfläche, das ist die eine, die hätten wir ja etwas schon gesehen, ne? Die öffnet unser Questbuch. Dann bei der 2, das ist das hier, das Sternchen, das ist der Erfahrungsbalken, der zeigt euren Stufenfortschritt. Die grünen Sterne, die ihr während des Spiels verdient, heißen EP, also Erfahrungspunkte, und werden hier gesammelt. Wenn ihr mit dem Mauszeiger darüber fährt, seht ihr die Anzahl an EP, die ihr besitzt, und die Menge, die ihr noch zum Stufenaufstieg benötigt. Ja, manche Gebäude kann man, glaube ich, nur bauen, wenn man eine gewisse Stufe erreicht hat. Deshalb muss man hier dann viel machen und tun. Die 3. Wenn ihr eine bestimmte Anzahl an EP erlangt habt, steigt ihr eine Stufe auf. Mit jeder Stufe schaltet ihr neue Spielinhalte frei, wie zum Beispiel Förderungen, Gebäude oder Armeeeinheiten. Genau, das kommt alles noch. Und Spiel verlassen. Schaltfläche. Durch Anklicken dieser Schaltfläche meldet ihr euch vom Spiel ab und werdet auf die Siedler-Webseite geleitet. Mhm, das ist schön. Hilfefenster direkt. Nö, brauchen wir nicht. Würde ich gerne halt trotzdem alles machen, damit auch die ganz neu siedeln, Bescheid wissen. Was haben wir denn hier? Fangen wir denn mit an? Ach, mir fällt auf. Das Spiel ist übrigens ein Browser-Spiel. Das ist also, ich habe das jetzt hier mit F11, habe ich das, glaube ich. Man kann es auch hier einfach auf dem Vollbild-Knopf kann man das auf Vollbild machen, sonst spielt man das in irgendeinem Browser. Und deshalb habe ich hier oben auch, ich glaube, das ist von Avira, ne? Ja, sichere Webseite, 2 Tracker. Finde ich toll. Und ich befinde mich im Vollbild-Modus. Stand da unten links hoffentlich nichts Privates. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da steht nichts, oder? Kann ich ja nachher schauen. Nein, warten auf die Siedler, okay. Wahrscheinlich stand da jetzt Passwort und alles. Nee, weiß ich nicht. Wir machen jetzt mal hier. Boah, das ist genau das richtige Spiel für mich. Einfach sinnlos quatschen.
Das kann ich gut. Was soll ich denn eigentlich machen? Ich hatte eine Quest, ne? Ich sollte mir das mal anschauen. Hier kann man übrigens ins Rathaus reinschauen. Ich kann das Fenster leider nicht ziehen. Ich würde das gerne ziehen. Ich habe das immer gerne mitten im Sichtfeld, aber das geht leider nicht. Das bleibt hier immer unten hängen. So sieht unser Rathaus momentan aus. Ist mir so eine kleine Hütte. Später ist das ein kleines Schloss. Wenn wir das richtig anstellen, müssen dann halt das aufleveln praktisch. Und das dauert dann halt. Aber beziehungsweise wir brauchen halt auch hier diese Dinger hier. Wer so ein bisschen, ja, ich sag mal, Clash of Clans vielleicht kennt oder spielt, der wird sich, glaube ich, in das System ja auch relativ schnell einfinden. Ich glaube sogar, die Trophäen sind hier so ähnlich, die Erfolge. Und deshalb ist das eigentlich ganz cool, aber Clash of Clans kam natürlich später raus als Siedler. Die Siedler ist ja natürlich schon mega alt, gibt es auch schon sehr viele Teile, wo ich auch schon ein oder zwei gespielt habe. Und ich wollte die Aufgabe anschauen. Genau. Erstes Gebäude. Ich habe. Oh, erstmal das Questbuch-Hilfe hier. Durch Anklicken der Questbuch-Schaltfläche öffnet ihr das Questbuch. Nein, was? Die Quests sind in verschiedene Kategorien unterteilt, und zwar in Haupt- und Nebenquests. Manche davon können abgebrochen werden, wenn ihr sie nicht abschließen wollt. Ach, Quatsch, ich schließe alles ab. Viertens, hier seht ihr die Geschichte der Quest, und die erzählt wird von einem NPC, einem Nichtspielercharakter. Und unterhalb des Questtextes seht ihr das Ziel, das ihr zum Abschließen der Quest erreichen müsst. Die Ziele sind unterschiedlich und es können mehrere sein, also ich muss das hier tun. Und dann kriege ich als Belohnung Sterne, die ich brauche zum Leveln. Genau, die 7 ist eine Belohnung. So, da unten blinkt es schon. Ich heiße euch willkommen. Mein Name ist Sir Oliver. Wie ihr wisst, hat mich der König geschickt, euch zu unterstützen. Wir sollten also keine Zeit verlieren und damit beginnen, eure neuen Siedlung Baumaterial zu beschaffen. Am besten fangt ihr mit Holz an. Besitzt mindestens eine Nadelholzfällerhütte auf eurer Insel. Ja gut, das kann ich mal machen. Was ist das Fragezeichen hier? Ach, das ist das Hilfsarchiv. Ja gut, das ist sehr viel, was wir jetzt nicht lesen werden. Da ich eh das meiste schon weiß. Hier unten ist jetzt, befindet sich das Baumenü. Die Gebäudemenüs sind über die Gebäudeschaltfläche in der Hauptaktionsleiste verfügbar. Das hier ist das Gebäudemenü für die erste Stadtstufe. Also das ist das hier, ne? Hier kann man dann auch praktisch durchklicken. Das ist dann die nächste. Die kann ich aber alle nicht bauen, weil dafür brauche ich bin zum Beispiel Level 43, wo ich nicht bin. Hier kann man Wege bauen und Gebäude abreißen bzw. verschieben. Genau, das werden, ne, grau unterlegt und dann habt ihr die erforderliche Stufe noch nicht erreicht. Wenn ihr eine Mauszug über ein Symbol bewegt, erscheinen der Gebäudename und die dazugehörige Beschreibung. Da ist der Rohstoffabbau, genau, was das halt macht. Und die Baukosten, die kann man dann auch ganz gut da sehen. Ja, am Anfang ist das natürlich ein bisschen alles noch mit Tutorial-mäßig, damit man halt da reinkommt. Und ich lese es mal durch, falls einfach mal was Neues dabei ist, was ich noch gar nicht weiß. So, was haben wir denn hier? Stellt Nadelholz her, die Nadelholzfällerhütte, genau. Wenn ihr auf ein Gebäude im Gebäudemenü klickt, erscheint eine grüne Fläche. Diese markiert das Gebiet, in dem ihr dieses Gebäude platzieren könnt. Bei 1 erscheint das Gebiet dunkel unterlegt, dann können ich es dann nicht platzieren. Also hier, das sieht schlecht aus, mitten im Wasser. Ist das Gebäude markiert, könnt ihr es platzieren, ungefähr so. Und wenn ihr dann Gebäudeplatzieren-Modus verlassen möchtet, könnt ihr die Aktion da unten abbrechen. Ja, genau, das weiß ich ja. So, wir müssen jetzt mal überlegen, bevor ich jetzt hier einfach irgendwas wild hinsetze, muss das am besten eh. Wir haben eh nicht so viel Platz, ne? Wir können eh nur. Hier hinten habe ich das noch gar nicht alles erkundet. Da müssen wir dann erstmal schauen. Müssen wir erstmal einen Erkunder losschicken und sowas. Wo machen wir denn den am besten hin, damit er viel abholzen kann? Hier hinten, ne? Das sieht doch gut aus. Hier oben. Da ist doch schön. Komm, da hocken wir ihn da hin. Dann dauert zwar der Transport. Ne, der dauert genauso lange. Nur der hat einen längeren Weg zur Arbeit. Ja, gut, dann gehen wir einen kurzen Weg zur Arbeit. So. Als erstes Gebäude gesetzt und da oben rechts können wir sehen, dass ich nicht den vollen Bonus formeln lassen möchte, sondern dass es jetzt hier gearbeitet wird. Mehr als drei Gebäude gleichzeitig kann ich nicht in Auftrag geben. Und hier beobachten wir, ich kann nicht nah ranzoomen, schade. Können wir beobachten, wie. Oh, das ist unsere Karte. Können wir sehen, wie der Baumeister dahin dackelt? Der ist aber noch total planlos, der hat noch gar keinen Weg, den zeichne ich ihm jetzt mal ein. Du musst gehen. Hallo? Achso, jetzt. Das ist aber nur so ein kleiner Weg. Ich bin das größer gewohnt irgendwie. Also ich glaube, die müssen den erst flach treten oder so, ne? Irgendwie sieht das komisch aus, wenn der Weg so geschlängelt ist. Das will ich irgendwie nicht. Man kann den Weg auch nachher abreißen. Das kostet nichts. Ich kann die Wege jetzt erstmal so machen, wie ich möchte.
So, machen wir das so halt. Ich habe eine Quest abgeschlossen. Sehr schön. Ich besitze jetzt eine Nadelholzfällerhütte. Sehr gut. Damit habt ihr den ersten Schritt zu einer stabilen Basiswirtschaft getan. Auf zum nächsten. Okay. Die Sterne wandern hier rein und ich bin jetzt schon Level 2. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Durch das Erreichen einer neuen Stufe habt ihr Folgendes freigeschaltet. Und zwar, ich glaube, die Sägemühle ist es. Nadelholz-Sägemühle, genau. Und Belohnung 20 Steine und 20 Nadelholzbretter. Die direkt oben ins Inventar hier wandern, da kann man genau sehen, wie viel ich habe. Also ich habe zum Beispiel 4 Siedler, 4 arbeitslose Siedler und insgesamt 55. Mehr kann ich im Moment nicht. Mehr sind halt im Moment nicht da. Und der nächste Siedler erscheint eh in 4 Minuten und 6 Sekunden, beziehungsweise sollte es weniger sein, genau, weil die Zeit nicht automatisch mitläuft. Siedler kriegen wir automatisch nach, solange ich genug Platz habe, beziehungsweise genug Häuser baue. Mehr als 74 Gebäude kann ich im Moment nicht bauen. Eins haben wir halt schon verpasst von den, oder benutzt von den 75. Das ist Werkzeuge, die man braucht, um die Gebäude jetzt auch aufzuleveln. Ich kann die zum Beispiel gar nicht jetzt hochleveln. Der Ausbau. Genau. Hier seht ihr den Rohstoffeingang und den Ausgang, die Gesamtproduktionszeit, die Schaltfläche zum Unterbrechen der Produktion und ob ein Siedler in diesem Gebäude arbeitet. Ja, ich hoffe doch einmal, dass der arbeitet hier, ne? Er arbeitet. Und er macht aus Bäumen Holz. Das ist die Gebäudebeschreibung. Ja, das stellt Nadelholz her, ne? Und verbleibende Förderungszeit, genau. Das ist jetzt nicht da, weil ich habe die jetzt zum Beispiel nicht gefördert, weil ich keine Fischteller habe, mit denen ich das machen kann. Ich glaube, ich habe hier nichts drin, oder? Nee, genau. Das hier unten ist übrigens das Sternmenü. Und das ist mein Inventar und wird in 5 Kategorien unterteilt. Im ersten Reiter findet ihr alle Gegenstände, die sich in eurem Sternmenü befindet. Ihr könnt für eine bessere Übersicht die Reiter wechseln. Also das erste sind Spezialisten, die wir nicht haben. Im zweiten gibt es Förderungen, die wir nicht haben. Im dritten finden sie Rohstoffe, die wir nicht haben. Und im vierten gibt es Zielgegenstände oder Gebäude, Abenteuer, sowas, die wir nicht haben. Abenteuer gibt es dann nachher auch mal, da können wir dann auf andere Inseln und die dann platt machen. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt müssen wir erstmal. Was müssen wir eigentlich machen? Ich habe eine Quest, gell? Genau. Baut eine Sägeholzmühle auf eure Insel. Das Holz alleine nutzt euch nur bedingt. Um weitere Gebäude zu bauen, braucht ihr Holzbretter. Dafür solltet ihr eine Sägemühle errichten. Genau, weil ich habe halt in meinem Rathaus nicht mehr so viele Bretter. Nur 70. Insgesamt habe ich auch kein Holz. Mach mal hinne. Ich könnte jetzt auch noch einen zweiten Holzfäller bauen. Mache ich vielleicht auch noch. Aber im Moment, weil wir brauchen eh mehr als einen Holzfäller. Vielleicht sollte ich einen zweiten bauen. Kann ich den überhaupt bauen? Aber nicht, dass dann nachher die Nadelholzbretter fehlen für das Dings hier. Dann machen wir das lieber später. Was war die Nebenquest? Wie ihr bereits wisst, werden wir eine Menge Holz brauchen, um genug Baumaterial zu haben. Ihr solltet also ein bisschen was auf Vorrat haben, damit es zu keinem engen Pass kommt. Produziert mindestens 3 Nadelholz. Ja gut, das können wir ja dann einfach so machen. Und, das kommt ja von selber. Das können wir ja, brauchen wir, also Bäume kriegen wir ja sowieso gedingst. So. Da würde ich sagen, dann machen wir jetzt mal die Sägemühle. Die Sägemühle könnten wir eigentlich nahe an das Holz hier machen. Wir könnten die jetzt hier an den Weg packen. Wir könnten auch, ich weiß nicht, ob der dann das direkt hier. Bringt der das erst zu seinem Lager und vom Lager direkt in die Sägemühle? Ich weiß es nicht. Wir machen das mal ein bisschen weiter weg. Wir brauchen das. Also wir können das jetzt hier so alles so machen. Ich würde sagen, wir versuchen das so ein bisschen, dass es so schön ein bisschen kuschelig und gemütlich da drinnen wird und dass die Transportwege nicht so weit sind. Nachher kommt dann auch noch Lagerhäuser, die dann zwischendurch immer sind. Das bildet dann halt so praktisch das Rathaus. Weil im Moment trägt er alles zum Rathaus. Ich glaube, das tut ja auch so weiter. Da wir eben mehr als ein Holzfäller machen werden und auch mehr als eine Sägemühle, können wir dann hier so 2 oder 3 hinstellen. Würde ich sagen, machen wir einfach beim Holzfäller die Holzmühle hin. Und lassen die jetzt mal bauen. Dürfte jetzt einer von den Siedlern eigentlich loslatschen. Genau, da läuft er wieder los. Und baut jetzt. Wir können. Ah, die einen Nebenquests gibt es noch gar nicht. Da kann man zum Beispiel so Sachen hier noch suchen und sowas, die man anklicken kann. Und dann gehen die ins Inventar. So eine Art Wimmelbild. Kann ich aber noch nicht, weil die Insel nicht aufgedeckt ist. Schade. Das kann man eigentlich immer ganz gut machen. Der baut jetzt natürlich nur sehr schnell. 5 Sekunden ist das Ding fertig. Manchmal gibt es Sachen, die dauern wirklich Minuten oder Stunden. So. Quest abgeschlossen. Baut eine Sägemühle. Die Sägemühle verarbeitet euer Holz weiter zu Brettern, aus denen ihr wiederum weitere Gebäude bauen könnt. Nun zeige ich euch, wo ihr eure produzierten Güter finden könnt. Der soll mal schneller arbeiten. So.
Das Rathaus. Im Rathaus und in euren Lagerhäusern könnt ihr stets eure Rohstoffe sehen, die ihr auf Lager habt. Aufgeteilt auf verschiedene Reiter. Wie auch bei der Sägemühle könnt ihr es mit einem Klick auf das Rathaus das Detailfenster öffnen. Versucht es einmal. Ja gut, wähle das Rathaus aus. Machen wir gleich. Das ist ja dann, ne, eine von den Quests hier. Eine von den Aufgaben, die wir machen müssen, damit die Quest abgeschlossen wird. Im Laufe des Spiels werdet ihr mit Erfolgen belohnt. Wenn ihr die Erfolgeschaltfläche auf der Hauptbenutzeroberfläche, also hier oben, dann anklickt, gelangt ihr zu dem Erfolgemenü bei dem zweiten. Der aktuelle Stand eurer Erfolge wird ebenfalls auf der Schaltfläche angegeben. Das sieht man bei 3. Und, was? Ach so, dann geht's hier runter. Was? Achso, die Erfolge können erteilt werden, wenn die entsprechenden Aufgaben abgeschlossen werden. Wenn sie erfüllt werden, werdet ihr mit einer bestimmten Anzahl an Erfolgspunkten belohnt. Genau, dadurch können wir dann auch noch ein bisschen leveln. Erfolge zu vergleichen ist noch eine andere Möglichkeit dieser Funktion. Wenn ihr auf das Porträt eines Freundes klickt, könnt ihr Erfolge vergleichen auswählen. Dort werdet ihr nebeneinander liegenden Fenstern eure eigenen Erfolge und die eurer Freunde vergleichen. Ihr könnt eure Erfolge auch auf sozialen Netzwerken veröffentlichen, indem ihr die Teilenschaltfläche auf den Erfolgebenutzeroberfläche drückt. Ja gut, das können wir machen, müssen wir aber nicht. So, hier oben Erfolge, was habe ich geschafft? Nichts. Irgendwas muss ich geschafft haben. Hier bei Wirtschaft. Ich habe, oh, Produktion habe ich irgendwas geschafft. Cool. Was habe ich da geschafft? Ah, das hier. Verfügt über eine gut funktionierende Nadelholzbretterproduktion. Das ist wirklich, das ist nett. Das ist nett, das ist freundlich, das sozusagen. So, hier der Bauarbeiter, der Nadelholzer, Hölzer, Typ, baut hier fleißig ab. Er hat schon 2 abgeholzt, während ich gesabbelt habe. Genau, einer noch, dann haben wir eine neue Quest abgeschlossen. So, ich soll aufs Rathaus gehen. Gehe ich aufs Rathaus. Ah, hier unten. Also, es gibt einmal die einfachen Sachen, die befinden sich hier. Wie Menschen, sind sehr einfach gehalten. Holz. Ist alles eine Kategorie, Menschen, Holz, Fische, das ist einfach, das ist eine Kategorie. So, dann gibt es verbessert, da befinden sich schon die intelligenteren Dinge wie Wasser oder Weizen oder auch zum Beispiel Schreibfedern, kommt alles später noch, weiß ich auch, warum für das gut ist. In den gehobenen Klasse befinden sich Pferde und Wurst, Gold zum Beispiel, Kompendiums, damit können dann zum Beispiel unsere Leute, die dann zum Beispiel Geologen oder sowas, oder die unseren Decker, die können dann später damit gelevelt werden. Und dann gibt es hier noch was, schwere Lanze fürs Kämpfen halt und sowas. Schwere Lanze ist auch neu, das kenne ich noch gar nicht. Was heißt neu? Also seitdem ich es gespielt hatte, nicht mehr. Und dann hier natürlich sowas Tolles wie magische Bodenstangen, die ich gar nicht kenne. Buchbeschläge, Schießpulver, Edelholzbretter, die naja noch sehr wichtig sind. Titan, Räder, Kanonen. Zauberboden. Wie bei Harry Potter. Und Ereignisse. Das ist irgendwie sowas, was es da immer mal so zwischendurch gibt. Es gibt immer so Ereignisse, ne, wie es in Online-Spielen immer so üblich ist eigentlich. Dass es irgendwelche Events gibt. Ah, erstmal hier. Produziert mindestens 3 Nadelhölzer. Einen kleinen Vorrat zu haben schadet generell nicht. Vergesst nicht regelmäßig in euren Lagerhäusern nachzuschauen, ob irgendetwas fehlt. Genau. Das haben wir. Dafür kriegen wir ein paar Steine. Wo auch immer der Typ die jetzt her hat. Auf einmal, der ist Sir Oliver. Was muss ich jetzt machen? Schließt die Quest Abfrostung ab. Ja gut, weiß ich nicht. Was? Ich hab... Ach, hier unten. Ja, das habe ich geschafft. Gibt es erstmal Pünktchen. Ah, wie ihr sehen könnt, hat das Rathaus mehrere Seiten, auf denen ihr verschiedene Dinge angesehen werden können. Dasselbe gilt für andere Dinge, die ich jetzt einfach weggeklickt habe, weil ich zu schnell bin. So, wir sind übrigens schon Level 3. Geht am Anfang relativ flott. Am Ende wird das, glaube ich, ein bisschen zähflüssiger. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Durch das Erreichen einer neuen Stufe habt ihr Folgendes freigeschaltet, und zwar die Nadelholz-Forsthütte und halt Steine und Münzen. Münzen sind auch nicht unwichtig. Das ist super. Wir sind reich! Hallo, wir hatten schon... Ach, das sind die 5 gewesen, okay. Ja, ich habe eine neue Quest, und zwar muss ich... Oh, Nebenquest, was habe ich jetzt hier noch? Produziert mindestens 3 Nadelholzbretter. Ah, die Holzbretterproduktion ist gut angelaufen, wie ich sehe. Auch hier solltet ihr euch wieder einen gewissen Vorrat anlegen. Das macht er ja automatisch. Vielleicht habt ihr euch bereits gefragt, ob nicht irgendwann alte Bäume abgeholzt sind, wenn ihr einfach weiter rodet. Da habt ihr recht, und deswegen werden wir jetzt dagegen etwas tun. Wir bauen eine Forsthütte. Und wir bauen jetzt unser eigenes Forsthaus Falkenau auf. Und zwar nehmen wir dafür die Nadelholz-Forsthütte. Das sind tolle Wörter hierbei. Und er macht aus Samen... Bäumen.
Sinnvollerweise natürlich da, wo Nadelhölzer schon sind, beziehungsweise am besten eigentlich da, wo im Wald halt. Da, wo halt auch Leute sind, die abholzen tun. Bringt nichts, wenn ich den Förster hier unten hinsetze und der forstet hier alles schön auf und da oben sind meine Nadelholzfäller und die wollen dann halt Holz schlagen und müssen nach hier unten laufen. Ich hab's kaputt geklickt. Deshalb am besten, wir packen die hier einfach in den Wald rein. Machen wir hier einfach so ein paar Holzfäller dann hier hin oder was. Oder können die dann von mir aus später auch abreißen und machen dann eine eigene. Ich habe das, glaube ich, so gemacht. Ich habe, wenn überhaupt, hier nur ein oder zwei Sachen. Nadelholzsägemühle habe ich, glaube ich, hier irgendwo in meinem anderen Account. Und die Holzfäller und sowas, die habe ich hier oben hingepackt, weil hier einfach Wald ist. Und ich glaube, hier oben habe ich richtig viel Brunnen, damit es viel Wasser gibt. Und hier unten die Fischer, die auch noch kommen werden. Die fischen sich hier einen Wund mit ihrer Angel. Das klingt sehr komisch, aber ist egal. So, wir bauen jetzt mal, dass sie hin einfach in den Wald reinkommen. Hier, pack, so.